Willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K16, liebe Freunde. Es geht weiter. Hier in der letzten Folge haben wir ja, zumindest bei SmackDown, das war richtig geil, wir haben gegen Big Show gewonnen und jetzt sollen wir scheinbar wieder gegen den kämpfen. Ist das wirklich so? Oh, tatsächlich. Wir sollen wieder gegen den kämpfen. Interessiert mich, warum auch immer. Und deswegen starten wir jetzt mal. Das ist ja mal interessant. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir nochmal gegen den kämpfen müssen. Was war das für eine letzte Folge, ey? Der Kerl ist einfach aus dem Ring gerannt, war dann irgendwo außerhalb. So, passiert hier was? Das ist richtig lustig. Okay. Ich hoffe, jetzt wird's spannender. Als letztes Mal. Hoffen wir es mal. Also Big Show ist auf jeden Fall stark. Da kann ich nichts sagen, ne? Ich meine, ich bin jetzt auch vielleicht nur so gut, weil ich eben auch ja viel probiert und trainiert habe. Ich meine, ohne euch wäre das sowieso nicht alles möglich, ne? Ganz klar nochmal vielleicht vorne vorab hinweg. Geht halt alles nur, weil ihr dabei seid. Und ihr habt wirklich in den ersten Folgen so viele gute Tipps gegeben. Ich hätte das, glaube ich, auch nicht anders geschafft, bin ich zumindest der Meinung. So ist das zumindest gut gegangen. Ich bin auch sehr froh darüber, dass wir das so hinbekommen haben. Es hätte viel schlimmer enden können. Da kann man Gott wirklich dankbar sein, dass man solche Zuschauer hat wie euch. Und da sind wir auch schon beim Thema Zuschauerschaft, Interaktion und so weiter und so fort. Weil es gibt viele, die ein Let's Play machen und dann gar nicht interagieren. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schade. Was ist los hier gerade bei Big Show? Wundert mich gerade ein bisschen. Oh Mann. Das wundert mich gerade. Aha. Oh, das war zu früh. Das war zu spät. Schade. Nein. The range of emotions here is startling. There's almost an unknowing of what to expect. I know. I mean, goosebumps. This match is going to be so unpredictable. I just can't wait. Nix da. Big Show. Ouch. Wir haben uns selbst getroffen. Mist. Oh oh, das war zu früh. Oh oh, er packt uns in den Eiern oder so. Oh oh. Lass los. So, das kriegst du zurück, Kollege. Das kriegst du zurück. So, nochmal. Wir können natürlich auch vom Ring aus springen. Probieren wir es einfach mal. Ich hoffe, der weicht nicht aus. Er kann er gar nicht. So, er hat auch ziemlich viel abgewehrt mittlerweile. Von daher... Ach nein, wieder. Schaut euch das mal an. Hat er wieder abgewehrt? Ja, hat er. Schade. Hat er abgewehrt. Aber ist nicht so schlimm. Jetzt können wir auch abwehren. Der ist so blöd eigentlich. Der gibt aber... Oh Mann, wir haben kaum noch Ausdauer eigentlich. Ich springe jetzt mal ein bisschen drauf. Ich glaube nicht, dass er das jetzt abwehrt gleich. Bezweifle das. Nein, doch, hat er. Hat er wohl. Der Typ ist wahnsinnig. Der Typ ist echt wahnsinnig. Der Typ ist wahnsinnig. Was zur Hölle? Alter! Ich bin so leichtfüßig gegen den. Versteht ihr, was ich meine? Alter Schwede. Schaut euch mal an, wie viel Ausdauer der noch hat. Wir sollten eigentlich aus dem Ring raus, kurz. Eigentlich. Nee, ich kann nichts machen. Zu viel... Oh, wir sind grün. Nein. Steh auf. Ja, lass ihn mal. Nicht so schlimm. Ich hau gleich vielleicht einen... Signature, wenn es geht. Autsch! Nix da! Raus! Raus, Beeilung! Raus! Signature! Oh Gott! Nein! Oh, steh auf, Mann! Fuck! Alter, der verprügelt mich draußen, ich glaub's nicht. Ja, diesmal ist der Kampf schwieriger auf jeden Fall. Alter Schwede. Das hat wehgetan. Wieder zu spät. Au, mein Brustbein. Nix da.
Alter, willst du mich verarschen? Jetzt sind wir schon rot. Der nimmt mich. Alter, scheiße. So, wir langsam. Wir müssen langsam sein. Wir haben Zeit. So, Moment. Moment. So, jetzt kurz rein. So, mach doch, was du willst. Du Arsch. Schau dir ins Signature rein. Mein dicker Freund. Nichts gegen Dicke, aber er muss daran glauben. Geladener Finisher. Ich mache es. Ich hoffe, er wehrt nicht ab. Nein, das macht er nicht. Ich muss es einfach tun. Ich muss jetzt nachholen. Ich muss jetzt nachholen. Ups, da habe ich schnell übersprungen. Ich spring jetzt mal drauf. Und los. Eins. Zwei. Aha. Abgewehrt. Okay, soll er machen. Soll er mal machen. Autsch. Oh Gott. Nix da. Er hat einen Finisher, Leute. Wir haben keinen, aber das ist nicht so schlimm. Vielleicht schaffen wir es, seinen Finisher abzuwehren. Oh, das war nichts. Das war blöd. Oh Gott, ich wollte gerade abwehren, ging aber nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, jetzt haut er rein. Das ist der Finisher, ne? Ja. Zu spät! Fuck! Boah, wie übel sein Finisher ist, ey. Krass! Nee. Sein Finisher war richtig übel. Alter, wie schlimm sein Finisher war. Müsste mal drauf achten. Wartet mal, wenn wir es gleich sehen. Ich zeig euch das mal kurz. Nee, da war ich. Da war. Das war einfach schlecht jetzt. Der hätte. Der hat den Finisher. Das war das Problem. Das war ein bisschen Pech. Das war blöd. Man kann doch nicht jedes Match gewinnen, aber trotzdem. Das war ein bisschen mies. Alter Schwede, das war wirklich mies gerade. Vielleicht sehen wir seinen Finisher auch nochmal gleich. Ich dachte, sein Finisher wäre anders. Sein Finisher war doch ursprünglich auch, dass er auf die Brust klatscht, oder? So mit der Handfläche auf die Brust klatscht. Vielleicht sehen wir es gleich nochmal. Jetzt, achtet mal. Alter, was für ein Angriff, ey. Krank. Das war wirklich krank. Nee. Das war mehr als krank. Nee, das war übel. Kann ich nichts machen. Da konnte ich nichts machen. Übel, ey. Das war übel auf jeden Fall. Der war mies. Der war richtig mies, was er da abgezogen hat. Please join me in welcoming my guest tonight. Ja, jetzt kommen wir. Triple H hat dich einer der großen Jungs da, bla bla genannt. Was meinst du dazu? Ja, das ist wirklich eine Ehre. It's an honor, especially coming from our COO and one of the most accomplished. Nee, Leute, das war wirklich übel gerade. Ich wusste jetzt nicht mehr, was ich machen soll, weil das war wirklich gerade mies. Das war sehr mies. Wir haben miese verloren, aber wirklich mies hier. Wir haben Mark Henry hier, wir haben Batista, haben wir auch hier. Ach du Scheiße. Oh Gott, hier ist sogar The Rock und so. Wie geil. Mega gut. Zum nächsten Event, wo wäre das? Kurz zur Startseite. Nee, das war gerade einfach Pech, Leute. Oh. Wer war er denn nochmal? Gegen den müssen wir auch nochmal kämpfen. Interessant. Das ist wirklich interessant, aber wir können skillen. Da will ich auf jeden Fall Schaden. Körperzähigkeit machen. Oh Gott, schaut euch mal an, wie viel wir skillen können. Aber Leute, mir ist auch halt wichtig, dass ich nicht nur Körperzähigkeit mache, sondern Ausdauererholung ist mir sehr, sehr wichtig. Deswegen mache ich einmal Ausdauererholung und Reversal würde ich gerne machen wieder, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja, das ist gut. Reversal. Und dann aber nächstes Mal hauen wir eine rein auf... Wartet, wo ist es gleich? Körperzähigkeit oder so. Aha, Moment mal. Ja, Kopfzähigkeit habe ich jetzt mal gemacht.
Das war gerade richtig übel. Mir fehlen die Worte so ein bisschen, Leute. So, Laufoffensive, Schwung, Kettenwrestling, Stärke könnte ich jetzt auch machen, aber geht leider nicht. Agilität, Grifftempo, Ausdauer an sich, Schadenserholung, Schwung. Schwung beeinflusst, wie schnell ein Superstar Schwung erhält. Kettenwrestling. Beeinflusst das Kettenwrestling-Minispiel. Höhe der Wert ist diese bla bla. Ja, das war übel auf jeden Schlagreversal. Nee, das war übel gerade. Also da kann man nichts machen. Technik Submission verteilen. Reduziert den durch technisch erwähnten Schaden. Kann man auch machen. Pin-Befreiung, auch wichtig. Beeinflusst die Schwierigkeit des Pin-Falls mit dem Spiel. Je höher dieser Wert ist, desto größer ist der Bereich des Befreiungsanzeige. Oh! Das ist mega wichtig. Ja, das muss ich auch noch machen. Dann nächstes Mal oder so. Mache ich dann nächstes Mal. Okay, ich mach mal Technik Submission Verteidigung. Beeinflusst den Schaden, der durch Sprünge after bla bla. Ja, machen wir auch noch. Sprungbrett-Offensive. Sehr gut. Habe ich auch nochmal übernommen. Und ja, das war's jetzt eigentlich soweit, glaube ich, ne? Talente kann ich jetzt natürlich skillen. Ich habe jetzt einige Skills hier freigeschaltet. Hier gibt's halt einiges, was ich nochmal machen kann. Interessant auf jeden Fall. Das war ganz gut, aber wie gesagt, das muss man halt irgendwie probieren. Nur probieren geht über studieren, anders geht's halt leider nicht. Ich schaue halt hier nochmal auf Aussehen gleich. Moment. Gesicht würde ich gerne, also die Haare würde ich gerne ändern. Ey, guckt euch diese Frise mal an. Wie sieht die denn aus? Nicht mal sehen. Der sieht jetzt nicht super cool aus. Aber wisst ihr was, Leute? Komm schon, ein bisschen... Wir werden den einfach mal so, je nach Lust und Laune, ein bisschen ändern. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ist jetzt nicht mein Traum... meine Traumfrisur. Ich mag eher auch so Undercut. Das ist jetzt nicht so Undercut, aber ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Deswegen machen wir mal weiter. Der hat auch braune Haare. Ich habe schwarze Haare eher, aber ist ja nicht schlimm. So... Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, liebe Freunde. Das war auf jeden Fall wieder eine weitere schöne Episode von WWE 2K16. Vielen Dank fürs Mitschauen und bis dahin.